So, und Ausrüstung. Erhöht Fernkampfschaden. Maximale Pfeilmenge. Erhöht Gesundheit. Erhöht Nahkampfschaden. Was braucht man dafür eigentlich? Holz? Bricht man den Holz? Ja. So weit hinten müssen wir noch. Transportiert Holz. Da ist Kroko. Also man müsste dann richtig jagen gehen. Ich weiß nicht, ob wir das mal in einer Folge machen wollen. Okay, ich würde sagen, dann nehmen wir mal eine. Was macht der denn hier? Ja, ich bin die falsche Flieger. Trocknet er seine Flügel damit drum? Das ist das. Ich weiß auch nicht, wie man da ja, transportiert das Zeug. Das müsste man dann alles gucken, wie das geht. Ich glaube, wir müssen sie dann überfallen oder was? Ich habe echt keine Ahnung. Wer schießt? Was? Amaxa elavnis gargagisteos, amelison! Bewegung! Los! Was stimmt nicht mit dir? Das Land sollte doch längst mir gehören. Hier ist eine Mauer! Hey! Meine Blutung! Simpendi! Ochi! Ochi! Oh, Eves! Tio Jägone! Bastard! Da! Thank you.
der Typ jetzt hin? Aus dem Weg! Hey, was? Beschützt den Nerv! Schlitze ich auf! Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Moin, was haben wir denn hier noch? Die Bibliothek treffen, okay. Wie geht es, Abaftu? Abandes, wie geht es? Serapis, die Schlange bekommt eine Antwort. Jetzt mit sie hoch, oder? Ich meine, wir könnten ja auch eine Tür nehmen, aber... Ich sehe, gibt es ja keine Türen. So, bald ist zu. Morias Paraske, was macht du dann ist hin? Die sind wann ist die? Ah, guck mal hier vorne. Das ist von mir! Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben! Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Die sind alle da drin? Oh ja. Na, dann kannst du das doch kopieren. Zu spät, keine Lust mehr. Doch, bitte, nimm es. Nein, du kannst es haben. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Ich finde ja, Phanos redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Geteiltes Tal. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher?
Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Philakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Hab ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus. Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Was rennst du jetzt weg? So. Da, das ist Phanos. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Gehen wir einfach mal hoch, ne? Genau da! Hab etwas Vertrauen. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Loch gewesen. Super, ey. Willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, wir sollten hier reinspringen. Wenn das mal keine Falle ist, ne? Gegnermäßig scheint es ja aber nicht so. Αμάξα ελάβνης γαγκαγίστεος.
Okay. Aber hier scheint es nirgendwo weiter zu gehen. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns, ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Endlich. Ja, wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Denke ich, ey. Ich hab mich schon gewundert, ey. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Mein Liebster, ja. Ja, endlich haben wir die Klinge. So, Mädel, wie komme ich wieder raus? Was ist das?
Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Ja, hat er. Okay, dann stimmen wir einfach so wie so rum. Ich glaube, das hast du jetzt gehört, ne? Handy hat vibriert. So. Nun nicht mehr. Auf Befehl des Philakitai Gennadios! Alle Bürger müssen verdächtige Aktivitäten melden. Insbesondere wird eine Mörderin gesucht, die sich in diesem Viertel verstecken soll. Gennadios wird hilfreiche Informationen großzügig belohnen. Doch jede Zurückhaltung von sachdienlichen Hinweisen wird auf das Härteste bestraft. Oh, geil. Da haben die... Ist das in Hamburg oder... Schon geil. Oh, wach echt mir noch. Nun es rede. Klar, ich sagte ihm, dein General. Duda! Halt! Idiotin! Oran Bulimi, die Mechanistin in Axelethis. Oh, verkecht mir noch. Runeskette! Diese Zone ist tabu. Hey! Halt! Bleib stehen! Dann blittert er gar nicht rein. Machen wir erstmal hier ab. Was? Hey! Das war's! Stirb! Und dich malen. Ich will ja gar nicht hier lang, verdammt. Das war tief. Ich find's schön, jetzt haben wir endlich, bleiben lieber bei dem Büschen. Die Waffe vom Attentat.
170 Meter. Ich weiß nicht, ob das im Palast ist. Wir können ja mal Map gucken. Das ist schon noch ein Stück. Was? Sollten vielleicht ein bisschen mehr Samo einsetzen.